Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. In einer Klasse von 25 Schülern mögen 12 Schüler das Fach Mathematik und 15 Schüler das Fach Wirtschaftswissenschaften, wovon aber 5 beide Fächer mögen. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit mag ein zufällig gewählter Schüler die Wirtschaftswissenschaften nicht? Diese Situation lässt sich schön darstellen mit einem solchen Diagramm. Omega, das ist die gesamte Klasse. M ist die Menge aller Schüler, die das Fach Mathematik mögen. Und W ist die Menge aller Schüler, die das Fach Wirtschaftswissenschaften mögen. Wir wissen, dass 5 Schüler beide Fächer mögen, also in der Schnittmenge befinden sich 5 Schüler. Da 12 Schüler das Fach Mathematik mögen, wovon aber hier schon 5 festgehalten sind, liegen in diesem Teil der Menge noch 7 Schüler. Es gibt also 7 Schüler, die mögen das Fach Mathematik, aber nicht das Fach Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt gibt's 15 Schüler, die das Fach Wirtschaftswissenschaften mögen, wovon aber 5 schon hier festgehalten wurden. Also liegen da noch 10 Schüler. Somit haben wir insgesamt 22 Schüler von den 25 berücksichtigt. Also sind noch 3 Schüler in dieser Klasse, in Omega, die weder Mathe noch Wirtschaftswissenschaften mögen. Jetzt wird die Wahrscheinlichkeit gefragt, dass ein zufällig gewählter Schüler nicht das Fach Wirtschaftswissenschaften mag. Also, es sind nicht diese 15. Das sind die Schüler, die sich außerhalb der Menge W befinden, also diese 7 plus diese 3. Das sind 10 auf insgesamt 25 Schüler. Die gefragte Wahrscheinlichkeit liegt also bei 2/5 und die Aufgabe ist schon beendet.